6-monatiger Abwesenheit bin ich jetzt wieder da und das ist jetzt nun mein erstes Video auf Deutsch. Also verlieren wir keine Zeit und machen gleich weiter mit dem Video. Zum ersten Mal auf Deutsch mache ich eine kurze Beschreibung für all die, die eine Sehbehinderung oder Sehschwäche haben. Und zwar bin ich eine Frau mittleren Alters mit lockigem Haar und Brille und hellen Oberteil und ich sitze auch im englischen Land in einer Scheune, also habe ich Fachwerk im Hintergrund und rustikale hölzerne Möbel um mich herum. Und heute bin ich hier, um euch über dieses Buch zu erzählen. Ich zeige das mal in der Kamera. Es heißt Shame von Melanie Finn und es ist ihr zweites Werk. Das erste ist von 2004 und nennt sich Away From You. Dieses Buch ist eines der besseren, den ich in letzter Zeit gelesen habe und ich erzähle euch drei Punkte über dieses Buch, was das Ganze lesenswert macht. Zum ersten Punkt, es steht was Interessantes im Vordergrund und zwar, es gibt keine Spoilern. Das zentrale Ereignis ist schon hier beschrieben, das beschreibe ich aber nicht, damit ich euch bloß keine Spoiler gebe. Und zwar geschieht etwas, die Handlung fängt dort an, wo andere Geschichten aufhören. Und zwar geht es um ein zentrales Ereignis, was alles zu Brüche gehen lässt und es handelt sich prinzipiell darum, wie man mit diesem Bruch weiterlebt. Die zentralen Themen, jetzt haltet euch fest, sind meistens, oder aus meiner Sicht, Verzweiflung, Elend, Scham, Trauer, Unheil, Schuldgefühle. Es ist intensiv, dringlich. Es geht um Erlösung, Wiedergutmachung und Rache. Also wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Der zweite Punkt, der das Ganze lesenswert macht, ist, dass es zum ersten Mal hat dieses Buch einfach eine Beschreibung über Afrika, die ich gut finde. Denn es ist weder eine romantisierende Sicht noch eine Verteuflung, also die Enttäuschung der Romantik. Es ist relativ objektiv beschrieben. Es ist mit den ganzen Schwächen und wunderbaren Sachen, die man auf dem Kontinent wie auch anders man finden kann. Ich finde, es ist eine Hommage an die alten Kolonialstätten Tansanias und eine Art Liebeserklärung an die Wüste oder das Hinterland von Tansania und an die Grenze zu Kenia. Der dritte Punkt, weshalb ich euch dieses Buch empfehle, ist, weil es eine gesunde Kombination ist aus einem Thriller und einfach eine moderne oder besser gesagt postmoderne Erzählung über einen menschlichen Urzustand, das uns alle betreffen kann, nämlich Verzweiflung und Trauer. Vielen Dank und ich melde mich von draußen wieder. Und weshalb ich eigentlich hergekommen bin? Ziegenrennen!